In der heutigen Folge von Super Mario Odyssey Ultra Modded werde ich von 1000 Schatten-Marios verfolgt, die mich komplett in den Wahnsinn treiben. Und damit gehört etwas knapp und herzlich willkommen zu Super Mario Odyssey Ultra Modded. Heute muss sich Yoshi tatsächlich diesen wunderbaren Schatten-Marios stellen, die uns schon verfolgen. Ist ja gut, ich bin ja schon unterwegs, Mann. Ist das gefroren? Nee, das ist nicht gefroren, das ist Wasser. Sind die noch hinter mir? Oh mein Gott, natürlich sind sie hinter mir. Uiuiuiui. Hier rein, richtig? Richtig. By the way, falls ihr euch wundert, warum ich schon einen Mond habe, ich habe tatsächlich einen Mond schon eingesammelt, aber die Schatten-Marios sind einfach nicht gespawnt. Sind das Amazon-Pakete? What the hell? Weitere Komplikationen traten auch schon beim Einsammeln des nächsten Mondes auf. Boy, wie soll ich denn ausweichen, Mann? Wir gehen direkt ins erste Türchen. Auch der Secret Moon in der ersten Sub-Area war gar kein Problem. Guys, wenn ihr hiervon nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hä? Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Ich bin ausgeschieden, ich war instant tot. Da wir auf dem normalen Weg nicht weitergekommen sind, probierte ich es erstmal mit den Speedrun-Strats, doch das stellte sich tatsächlich schwieriger heraus, als es ist. Zumindest, bis wir zu folgendem Versuch kamen. Schaffen wir das? Let's go. Mond, wichtig, sehr, sehr wichtig. Nachdem sich das Spiel erstmal dazu entschieden hatte, zu crashen, weil Mond, keine Ahnung, habe ich mich auf den Weg in den nächsten Raum gemacht. Weißt du, ich komme mir vor wie das Gegenteil von Lucky Luke, Mann. Der ist schneller als sein Schatten und ich bin langsamer als mein Schatten. Hä? Der hat mich nicht mal berührt, Mann. Ja. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber wir haben den Mond. Das sieht schon mal auf jeden Fall anders aus als vorher. Mal gucken, ob das Game wieder crasht. Tatsächlich ist es nicht mehr gecrashed und ich konnte mich daraufhin sofort auf den Weg in die nächste Sub-Area machen. So close, so close. Ach Mann. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich stell's mir auf jeden Fall sehr... Oh mein, übertreib halt komplett. Was bitte? Ich spawn dann, ist ja klar, dass ich ganz unten spawne, oder? Wahrscheinlich muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich sterbe, wieder ganz nach oben. Was folgte, war eines der frustrierendsten und schwersten Kämpfe, die ich jemals hatte. Meine Güte, bin ich oft gestorben, bis ich dann endlich mal auf die Idee kam, die Schatten-Marios für den Kampf einfach auszustellen. Ey, das hat viel zu lange gedauert. What the hell? Selbst ohne Schatten-Marios ist dieser Kampf einfach unfassbar schwer. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das nicht der letzte Subroom war und wir uns noch zwei weiteren stellen müssen? Steppen wir hier rein und... Oh nein. Oh boy, bitte nicht. Oh boy, was ist das denn? In diesem Raum müssen wir pustenden Wolken ausweichen, die uns ins Gift pusten wollen. Jedoch ist das gar nicht der schwerste Teil dieser Stage. Nein! Das wirklich Schwere an dieser Stage war eigentlich, diese ganzen Stachis zu bekämpfen, ohne durch die Schatten-Marios draufzugehen. Die können die töten. Wie krass seid ihr denn? Weitermachen, Leute, weitermachen. Nein, das ist nicht euer Herz, dass ihr mich jetzt da reinspuckt. Nach weiteren 5 Minuten, in denen ich heulend durch mein Zimmer gelaufen bin und meinen Stuhl sogar geheiratet habe, kam es endlich dazu, dass ich alle Stachis besiegen konnte. Ey, das hat viel zu lange gedauert. Das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay, Guys, wir sind ready. Wir steppen runter und ich habe immer noch Angst. Warum haben die grüne Hände? Weird. Also wollte ich am Schlotter Grand Prix teilnehmen, dem großen Rennen des Polarlands. Jedoch musste ich vorher noch einen klitzekleinen Teilnehmer kapern, damit wir überhaupt teilnehmen konnten. Die Frage ist, sind die Dinger noch hinter uns? Welche eine Frage? Natürlich sind sie das. Gib doch Gas jetzt, Dude! Endlich auf der Rennstrecke angekommen, gab es nur noch ein riesengroßes Problem. Das Rennen wollte nicht starten, was bedeutet, ich musste jetzt nochmal durch alle Subräume gehen, um mir daraus Monde zu sammeln, um endlich ins nächste Land reisen zu können. Also mein Guess wäre jetzt einfach Monde noch zu holen, die in irgendwelchen Räumen versteckt sind. Okay, okay. Damn, die sind fest. Damn, sind die fest. Bitte, let's go, let's go, let's go. Es ist immer so unfassbar knapp. Ganz knapp konnten wir auch noch den letzten Mond für heute holen. Let's go, zurück zur Odyssee. Oha. Und Guys, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir diese Custom World mit Banjo-Kazooie spielen, lasst jetzt ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao, Leute.